Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz AG 3.4 besprechen, bei der es rund ums Arbeiten mit Geraden im Schwerpunkt Vektoren geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen, habe ich zwei Beispiele aus unserem Aufgabenpool gewählt. Das erste Beispiel ist die 1.561, bei der zwei Geraden im Parameterdarstellung gegeben sind, wobei bei der Geraden h die y- und die z-Koordinate fehlen. Diese beiden sind es so zu bestimmen, dass die beiden Geraden parallel verlaufen. Ich muss mir im Speziellen natürlich hier jetzt die Richtungsvektoren anschauen, weil parallel bedeutet, dass die Richtungsvektoren in die gleiche Richtung verlaufen müssen. Wie gehe ich vor? Wie ihr seht, habe ich aus dem Formelheft das Parallelitätskriterium hergenommen. Das heißt, zwei Vektoren sind dann parallel, wenn sie ein Vielfaches voneinander sind. Also so ein k-Element r gibt, dass man diese Gleichung so anschreiben kann. Was bedeutet jetzt das im Speziellen bei uns? Ich nehme bei unsere beiden Richtungsvektoren her, der minus 3, 1, 2 und der 6 und eben die beiden fehlenden Koordinaten. Und es soll so ein k geben, dass eben der eine ein Vielfaches vom anderen ist. Wie habe ich jetzt das zu bestimmen? Ich habe hier eine vollständige x-Koordinatenzeile. Und diese schreibe ich hier an. Minus 3 ist somit k mal 6. Wenn ich das korrekt umforme, kommt raus, k ist minus 0,5. Dies muss jetzt auch für die anderen beiden Koordinaten gelten. Das heißt, wenn man das anschreibt, dass 1 k mal hy ist. K kenne ich mittlerweile, das kann ich also umformen und erhalte, hy ist minus 2. Dasselbe mache ich mit dem hz. Ich schreibe auch diese Gleichung an und sage, 2 ist gleich minus 0,5 mal hz und erhalte minus 4. Somit habe ich die beiden fehlenden Koordinaten bestimmt. Wichtig hier, man verwendet das Parallelitätskriterium. Kommen wir nun zur zweiten Aufgabe, die ich gewählt habe. Auch diese habe ich auf der Seite Aufgabenpool.at gefunden und habe hier die 1.537 genommen. Hier ist eine Gerade in Parameterdarstellung gegeben. Sie verläuft ebenfalls wieder parallel zu einer zweiten, die ist aber in einer anderen Form gegeben. So, wie könnte man jetzt hier vorgehen? Jetzt muss man wissen, dass es verschiedene Formen gibt, wie man Geraden anschreiben kann. Das hier ist die sogenannte allgemeine Form und die Formen sind alle in unserem Formelheft gegeben. Das heißt, ich gehe hinein, schaue ins Formelheft und finde dies. Da ist die allgemeine Geradengleichung gegeben. Und dabei steht auch die Normalvektorform. Und man sieht, dass man die Normalvektorform nehmen kann, um auf die allgemeine Geradengleichung zu kommen. Dies werde ich auch hier an unserem Beispiel so anwenden. Das bedeutet, ich brauche zuerst einen Normalvektor. Der Richtungsvektor unserer Gerade ist ja 2, 3. Damit ist ein möglicher Normalvektor der 3 minus 2, der rechts gekippte. Wenn ich nun das Ganze auf die Normalvektorform anwende, die steht ja hier, n mal x ist n mal p. Ja. Was bedeutet das dann bei uns konkret? 3 minus 2 mal einen unbekannten Punkt xy ist 3 minus 2 mal 0, 0. Weshalb 0, 0? Es steht ja in der Angabe, dass unsere neue Gerade durch den Koordinatenursprung, sprich 0, 0, verlaufen soll. Wenn ich das nun anwende, sprich das Ganze ausmultipliziere, erhalte ich 3x minus 2y ist 0. Welches das gesuchte h ist. Das heißt, a ist 3, b ist minus 2 und c ist 0. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte.